Palfinger ist bemüht, alle Kundenwünsche hinsichtlich Kranausstattung zu erfüllen. Optionen, die nicht im Rahmen der Serienfertigung realisiert werden können, werden im Tuning Center umgesetzt. Jeder neue Palfinger-Kran, der vor seiner Auslieferung steht, durchläuft ein genau definiertes und elektronisch dokumentiertes Prüfprozedere. Die automatisierten Prüfschritte betreffen einen Check aller Funktionen und Sicherheitseinrichtungen des Ladekranes unter dynamischen Verhältnissen. Dazu wird der Kran elektrisch, elektronisch und hydraulisch angeschlossen und der gesamte Prüfverlauf protokolliert. Mithilfe einer speziellen Prüfsoftware erfolgt die sukzessive Abarbeitung der vorgegebenen Prüfungsschritte je nach Kranausrüstung und Kundenauftrag. Eine umfassende Überprüfung aller Funktionen, Einstellungen der Ventile und Systeme, Testen der Sicherheitseinrichtungen und Kontrolle aller Verbindungen und Verschraubungen. Sind alle Prüfungsschritte mit OK bewertet, wird der Kran in Richtung Finish und Endkontrolle entlassen. Dort werden die Krane zunächst mit biologisch abbaubaren Fettlösern und Heißwasser umweltverträglich von Verunreinigungen befreit. Die Oberfläche des Kranes wird noch einmal genau unter die Lupe genommen und die Lackierung kontrolliert. Nach Anbringung sämtlicher Funktional- und Sicherheitsaufkleber, exakt nach Klebeschildernorm, werden alle Montageöffnungen und Bohrungen verschlossen. Anhand des SAP-Kundenauftrages erfolgt die Bestimmung des Kranzubehöres wie Funkfernsteuerung und Elektronikkomponenten, die in Spezialholzkisten transportsicher verpackt werden. Auf Wunsch wird der Kran als Transportschutzmaßnahme mit einem Konservierungswachs versehen oder in Folie verpackt. Vertrauen ist gut. Endkontrolle durch Meisterhand ist besser. Mit seiner eigenhändigen Unterschrift bestätigt der verantwortliche Prozessbeauftragte die vollständige und spezifikationsgetreue Ausführung des Kranes.